Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute in dem Video einen ganz schnellen Trick, wie ihr eure Tortenböden flacher backen könnt. Dazu ganz normal eure Form verwenden. Ich habe die hier mit Alufolie den Tortenring unten eingeschlagen, so mache ich das immer. Ihr könnt auch normale Springform verwenden oder auch diese Backform, die unten zu sind komplett. Den Teig fülle ich wie gewohnt da rein, ohne die Seiten irgendwie einzufetten oder da Backpapier hinzumachen. So, dann nehme ich mir hier so eine Backschnalle, nenne ich die immer, und mache die richtig schön nass mit Wasser. Also ruhig längere Zeit unter Wasser halten. In der Beschreibung steht für 5 Minuten. Also ihr könnt die auch irgendwie in eine Schüssel einlegen mit Wasser. Wenn die dann richtig schön nass sind, einmal um die Form legen und gerade zuziehen. Das Ganze natürlich auch noch mit der zweiten Form. Ihr seht hier auch die Tropfen schon so richtig. Also die müssen richtig, richtig schön nass sein. Abgebacken wird dann ganz normal, bei mir immer bei 160 Grad Ober- und Unterhitze. Ein Tipp dazu: Umso höher eure Backtemperatur, desto eher bekommt der Boden so einen richtig krassen Hubbel oben. Also, wenn euch das generell auch passiert, dass bei euch der Boden sehr hoch backt, dann kann das sein, dass ihr vielleicht die Temperatur lieber ein bisschen runterdreht, dafür ein bisschen länger backt und dann wird es nicht ganz so hoch. Hier sind die Böden einmal nach der Hälfte der Backzeit, da ich die dann auch immer nochmal von vorne nach hinten drehe, weil mein Ofen nicht ganz so gleichmäßig heizt. Und in dem Zuge mache ich die Schnallen auch nochmal nass, also mit einer Sprühflasche einfach nochmal nass machen. Und ihr könnt sehen, also jetzt nach der Hälfte der Backzeit sind die Böden wirklich noch komplett flach geblieben. Das ist das Ergebnis nach dem Backen. Ich zeige euch einmal, wie meine Böden sonst aussehen mit dem gleichen Rezept und die gleiche Größe. Hier, die sind natürlich schon sehr viel runder oben und dann muss man immer ein bisschen was abschneiden. Das kann man natürlich noch verwenden. Ihr könntet auch probieren, zwei von den Stripes übereinander zu machen, da meine Formen halt relativ hoch sind, damit die noch glatter backen. Aber ich fand so das Ergebnis schon sehr schön. Probiert es unbedingt aus. Das Produkt ist unten verlinkt in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!